Was wir von Anfang an, seit 1974 gibt es die GLS Bank, machen, ist, wir sagen unseren Anlegern, wo das Geld hingeht. Eigentlich auch eine relativ einfache Geschichte. Und zwar so, dass Sie das heute in unserer Bankzeitschrift Bankspiegel nachlesen können. Jeder Kredit, den wir vergeben, wird veröffentlicht, insofern es nicht ein Privatkredit ist oder anderweitig. Man sagt, das ist jetzt nicht zu veröffentlichen. Wir machen da sozusagen die Trennung. Wir befriedigen nicht die Neugierde, aber berechtigtes Interesse. Aber es werden auf jeden Fall sämtliche Kredite in Anzahl und in Bezug auf die Verwendung veröffentlicht. Private eben zusammengefasst. Und wir haben es in der Zwischenzeit auch so gemacht, dass Sie auf unserer Homepage sämtliche Geldanlagen, die wir am Kapitalmarkt machen, veröffentlicht haben. Also auch die GLS Bank lebt ja nicht auf einer Insel, sondern sie ist integriert auch in dieses Finanzsystem. Und rund 30% der Bilanzsumme muss jede Bank am Kapitalmarkt so anlegen, dass sie jederzeit in der Lage ist, auch die Rückzahlungswünsche ihrer Kunden zu befriedigen. Das ist jetzt nicht, die Zahl ist nicht so festgeschrieben, aber aus den Gesamtvorschriften und den Notwendigkeiten ergibt sich das ungefähr. Und das haben wir auch komplett auf unserer Homepage veröffentlicht, sodass unsere Kunden nachgucken können, was macht ihre Bank mit dem Geld. Also diese Frage der Transparenz ist das entscheidende geschäftspolitische Neuausrichtung, die wir als GLS Bank eben schon über 30 Jahre haben. Wir sind im sozialen Bereich rund die Hälfte im gemeinnützigen sozialen Bereich tätig, ungefähr ein Viertel im Bereich des Wohnens, unterschiedliche also private Wohnformen, aber auch gemeinschaftliche Wohnformen, die wir finanzieren, und ein letztes Viertel in dem ökologischen Bereich, im engeren Sinne, auch bei den anderen spielen ökologische Kriterien eine Rolle. Also im Bereich regenerative Energien, Naturkost, Naturwaren, Superbiomärkte, Hersteller und so weiter. Und das Motiv unserer Anleger ist eben dadurch, oder ich muss anders sagen, die Urteilskriterien unserer Anleger sind erweitert. Also bei uns weiß der Anleger, wo sein Geld hingeht, und er kann das in seine Entscheidungsfindung einbeziehen. Und das geht auch so, also wir veröffentlichen, oder diese Veröffentlichung wird mehr gelesen, also da kann man lange hochanspruchsvolle Aufsätze und Artikel schreiben. Die meiste Rückmeldung kommt auf die Liste der Veröffentlichungen unserer Kredite. Also das ist ein Punkt, der wirklich gelesen wird. Und da kommt es durchaus auch mal vor, ganz, ganz selten, deswegen kann ich das so locker hier erzählen, dass ein Kunde auch mal sagt, was ihr da gemacht habt, das passt mir nicht. Und deswegen seine Einlage zurückzieht. Und so bedauerlich das ist, und wir tun auch in den ganz seltenen Einzelfällen, die Sie an einer Hand abzählen können, bisher natürlich versuchen darzulegen, was unsere Gründe waren. Aber wenn der Kunde letztendlich sagt, das überzeugt mich trotzdem nicht und zieht sein Geld ab, dann ist das genau das, was wir wollen. Also nicht, dass er sein Geld abzieht. Aber dass er urteilsfähig ist und sagen kann, wenn mir das nicht gefällt, dann gebe ich mein Geld woanders hin. Egal, was er dort davon weiß oder nicht. Die Chance hat er nur bei uns. Und das, meine ich, ist ein notwendiges Kriterium, was jeder Kunde haben muss, damit wir diese Verantwortungslosigkeit im Finanzmarkt überwinden können. Dass man eben weiß, was wird mit dem Geld gemacht. Denn das kommt heute in der Tat, wie ich ja vorhin schon versucht habe darzulegen, überhaupt nicht vor. Also, ob ich Millionen von Immobilieneigentümern in den Ruin getrieben habe, ob ich in Indien, wie neulich in Frontal zu sehen war, eine Aktienemission oder eine Kapitalbeschaffung über Hunderte von Millionen gemacht habe bei einem Minenunternehmen, was sozusagen die ganze Umwelt
mit Staub so verseucht, dass reihenweise Hautkrankheiten da waren. Das spielt keine Rolle. Das ist nicht im Entscheidungssystem heute da drin. Das ist allenfalls mal, wenn die Öffentlichkeit drauf stößt, wie in diesem Fall, dann hat ein solches Unternehmen dann doch Probleme mit seiner Leistung aus Leidenschaft. Aber es kommt eben nicht vor. Das ist das, was wir brauchen, sonst wird sich daran nichts ändern. Wenn nicht die Möglichkeit besteht, Verantwortung mit zu übernehmen, dann kann ich sie eben auch nicht mit übernehmen. Und insofern, wenn man das jetzt überträgt oder versucht zu übertragen, was kann man daraus für die Rahmenbedingungen ableiten, die wir brauchen, dann im Finanzmarkt, dann würde ich zunächst mal sagen, also wenn man das hier sich nochmal anschaut, in dem Bereich, wo es sich wirklich um die Finanzierung von Realwirtschaft handelt, und das ist nicht nur bei der WLS Bank so, sondern bei vielen Sparkassen, Volksbanken, auch bei Großbanken, die haben auch diesen Bereich. Und selbstverständlich müssen auch Automobilhersteller finanziert werden. Also das meine ich nicht, dass sozusagen die GLS Bank kann nicht die einzige Lösung sein. Sonst könnten wir hier wahrscheinlich in dem Raum keine Beleuchtung haben und nicht hingekommen sein und alle anderen Dinge oder viele andere Dinge auch nicht. Also überall dort, wo eine Bank, ein Finanzinstitut unmittelbar der Realwirtschaft dient, da meine ich, muss eher dereguliert werden. Weil da kann ich Ihnen ein Lied von singen, also mit welchen Vorschriften das Bankgeschäft heute versehen wird, also sozusagen das Bankgeschäft, was die Realwirtschaft versorgt, das ist enorm. Und darauf hat sich ja auch die Bundesaufsicht mit all ihrer zur Verfügung stehenden Intensität gestürzt, mit dem Erfolg, dass sie gar nicht gemerkt hat, dass oberhalb dieses sehr gut regulierten Marktes ein viel größeres Volumen entstanden ist, was sie überhaupt nicht im Visier hatten. Also da würde ich eher sagen, in diesem Bereich eher deregulieren. In dem Bereich der Derivate, also dort, wo überall mittelbar der Realwirtschaft gedient wird, da muss man in der Tat regulieren, weil sozusagen das das Sprungbrett ist für all die abstrakten, spekulativen Formen, die dort oben sich befinden. Überall dort aber, also sagen wir mal in den höheren Etagen, wo man eindeutig sagen kann, da dienen die Finanzinstrumente nicht der Realwirtschaft. Da würde ich sagen, das muss man schlichtweg verbieten. Nicht, weil es den Jungs nicht gönnen, das sind ja hauptsächlich Jungs, dass sie dort spekulieren. Also wenn sie in einem abgeschlossenen Casino wären, dann könnte man ja sagen, ja macht doch. Aber sozusagen, sie spielen mit der Realwirtschaft, mit den Auswirkungen, die wir im Moment spüren. Und weil das solche Auswirkungen hat, meine ich, da muss man schlichtweg Verbote aussprechen. Und das ist das, was ich in der Diskussion total vermisse, dass überhaupt eine Orientierung da ist. Nach was für Kriterien regle ich eigentlich? Weil zu meinen, man könnte das alles dadurch ein, also das, was man heute alles kennt, wird man sicherlich durch sehr aufwendige Regulierung einfangen können. Nur die Kreativität in der Richtung ist so enorm, die wird immer schneller sein als die Regulierung. Das ist, also insofern brauchen wir eine breite öffentliche Diskussion darüber, auch was wollen wir eigentlich zulassen an Finanzinstrumenten und was wollen wir nicht zulassen. Und das Zweite ist natürlich, dass wir Regelungen, Rahmenbedingungen brauchen, die eine größere Transparenz herstellen. In dem Zusammenhang finde ich übrigens die Diskussion um die Bad Bank so schlecht gar nicht. Nicht wegen der Steuergelder, die da reinfließen, sondern weil mehr Transparenz reinkommt. Deswegen glaube ich auch, dass die Großbanken es aller Voraussicht nach nicht machen werden. Weil sie nämlich sehr deutlich offenlegen müssen, was sie da eigentlich drin haben in ihren Büchern. Und darüber eine öffentliche Diskussion stattfinden wird. Ich vermute, das werden nur die Landesbanken machen und vielleicht die ein oder andere Bank, von der man heute sowieso schon so gut wie alles weiß. Aber ich kann es mir bei den Großbanken ehrlich gesagt nicht vorstellen, gerade weil dadurch mehr Transparenz in den Markt hereinkommt.